Willkommen zur Lesung Die Romantik und die Gegenwart von Gottfried Keller. Ich habe diesen Essay gefunden in einem Band von Ludwig Marcuse herausgegeben, ein Panorama europäischen Geistes. Aus 3 Jahrtausenden hat Ludwig Marcuse dort Texte zusammengestellt und vor allem, das ist das Besondere an diesen Büchern, mit kleinen Vormerkungen versehen. Und diese lese ich zunächst. Die nachstehende, posthum erschienene Arbeit des großen Erzählers Gottfried Keller gehört zu den wenigen Essays, die der Dichter geschrieben hat. Sie sind im letzten Band der 22-bändigen Ausgabe der sämtlichen Werke enthalten unter dem Titel Aufsätze zu Literatur und Kunst, Miszellen, Reflexionen. Der Aufsatz hat den Untertitel Eine Grille, ist datiert Heidelberg Juni 1849 und vielleicht nicht einmal für eine Veröffentlichung geschrieben. Das eine Motiv war wohl, den Begriff Romantik von der Assoziation Reaktion zu reinigen. Diese Assoziation ist nicht unberechtigt. Unberechtigt aber ist die Identifizierung von Romantik und Reaktion, wie sie sowohl in Deutschland als auch im Ausland vorgenommen worden ist. So setzte der liberale Historiker Veit Valentin noch in unseren Tagen Romantik gleich mit Teutonismus, Pangermanismus, Nationalismus, altpreußischem Junkertum, autoritärer Tendenz, Antisemitismus, Machtpolitik und so weiter. Dieser falschen oder nur halb wahren Definition setzte Keller schon vor 100 Jahren eine Richtigstellung entgegen, die ihrerseits nun auch wieder nur halb richtig ist. Romantik ist nur die unschuldige, reinliche Romantik, wie sie sich in den liebenswürdigen Äußerungen der deutschen Schule dargestellt hat, so Keller. Aber die Äußerungen der Frühromantiker, von Schopenhauer und Richard Wagner und Nietzsche gar nicht zu reden, waren nicht immer und nicht zentral unschuldig und liebenswürdig. Der größte Teil des Aufsatzes, die Romantik und die Gegenwart, ist eine malerisch-poetische, romantisierende Verklärung der Revolution von 1848, vor allem des badischen Aufstands von 1849. Das bunte, farbenreiche Bild, das Keller von dieser Revolution gibt, ist romantisch im Sinne einer sinnenfreudig-schwärmerischen Freiheitsreligion. Es zeigt nicht die schlimme politische Wirklichkeit, nur die Erhebung als Volksfest, das sie auch war. Die Romantik und die Gegenwart. Eine Grille. Ich meine nicht die systematische Romantik der Reaktion, noch die blutschauerliche Romantik der Franzosen, auch nicht die subjektive, ironische Partie der Schule. Ich denke nur an die unschuldige, reinliche Romantik an sich, wie sie sich in den liebenswürdigen Äußerungen der deutschen Schule dargestellt hat, wie sie im Octavian und anderen Gedichten Tiecks, im Ofterdingen, in den helleren Arnims, in einigen Märchen Brentanos und in Uhlands Balladen und Romanzen lebt. Ich ging auf den grünen Bergen zu Heidelberg spazieren, wo man in die Hart hinübersieht, zu seinen Füßen die herrliche Ebene, weiterhin den schimmernden Rhein, an ihm südlich der Dom von Speyer und nördlich die Türme von Worms und zuhinterst der blaue, schöne Gebirgszug der Hart. Hinter mir hervor aber kam der Neckar, dem gebrochenen Bergpalaste vorbei und schlängelte sich ebenfalls in das flache Land hinaus. Er brachte aus seinen Tälern hervor die schwäbischen Erinnerungen mit, während der Odenwald mit seinen Sagen sich fast bis unter die Füße heranschob. Ich spekulierte just über die Art von Sehnsucht, welche das Anschauen eines schönen Landstriches in uns erweckt. Denn schon oft glaube ich beobachtet zu haben, dass die schönste Landschaft, gerade weil sie so schön ist, noch irgendeine Befriedigung unerfüllt lässt und irgendeiner unbekannten Ergänzung mangelt. Besonders die klare Ferne tut dies aller Orten, so wie fern glänzendes Wasser.
Ebenso überkommt einen dies Gefühl in einem tüchtigen, stillen Wald, wenn man allein ist. Wie ich also darüber nachdachte, was dies Fehlende wohl sein möge, gingen Fremde an mir vorüber und ließen das Wort romantisch in meine Ohren fallen. Wie ein heller Glockenton ertönte alsbald das Wort Romantik in mir wieder. Ich hatte seit Jahr und Tag dieses Begriffes nicht mit Liebe gedacht, obgleich ich alle Jahre wenigstens einen seiner Vertreter wieder lese. Aber in diesem Augenblick war es mir, als ob er dasjenige sein müsste, was zum Genusse des vor mir liegenden Landes gehört, wie Salz zum Brote. Alle Poesie bedarf zuvorderst eines günstigen Terrains, eines entsprechenden Bodens, auf welchem ihr Gebilde leben und handeln können. Dies nährende Land muss sogar vor den Leuten vorhanden sein und dem Ganzen des Grundton geben. In Neapel und Sizilien, am Strande des Meeres, hat Goethe erst den Homer und das antike Leben recht begriffen. Und er wurde sofort zur eigenen Produktion in jenem Sinne angetrieben. Der Norden mit seiner düsteren See, mit seinen gigantischen Wolkenmassen, mit seinen matt sonnigen Heiden nährt wieder andere poetische Gestalten, welche sich zu den Griechischen verhalten wie er selbst zum Süden. In unserer schönen Mittelzone, links und rechts vom Rheine, können aber seine schattenhaften Riesen so wenig Platz finden, als Achill und Odysseus angemessenen Raum für ihre Taten finden würden. Es bedarf hier einer dritten Sorte von Leuten und Trachten, von Schicksal und Lebensart, von Göttern und Menschen. Und hier mag man sich drehen, wie man will. Ich glaube, man wird am Ende doch eingestehen müssen, dass die Romantik im oben angedeuteten besseren Sinne der einzige und beste Ausdruck ist für das, was man bisher beim Anblick dieser mäßigen Berge und Flüsse, dieser Wälder und Felder, dieser Burgen und alten Städtchen fühlte, abgesehen von aller lächerlichen und schlechten Tendenz, und vorausgesetzt, dass die Geschichte überall einen tüchtigen Boden durchblicken lasse. Ich sage bisher, wenn jede Poesie ihren gehörigen landschaftlichen Boden braucht, so braucht auch jede Landschaft ihre poetischen Bewohner. Am liebsten möchten wir selbst eine tüchtige Rolle darin spielen. Ist dies nicht der Fall, so müssen die Vorfahren, welche auf diesem Boden wandelten, mit ihrem poetischen Leben aushelfen. Und dies haben gerade die Romantiker bisher am besten vermittelt. Denn mich wenigstens dünkt, dass durch ihre Gläser besehen das Land noch einmal so reizend geworden ist. Gegenwärtig aber ringt alle Welt nach einem neuen Sein und nach einem neuen Gewande. Ein Teil sucht dies im Vergangenen. Von oben herab möchte man am liebsten sich ganz wieder zurückstürzen und wird dies im ersten, besten, günstigen Momente versuchen. Von unten herauf will man vorwärts in ein neues Leben. Jeder möchte frei und ganz, ein voller Mensch, ein Mann der Tat durch das Leben schweifen, ohne Vormundschaft und ohne Rücklehne nach allen Seiten, seine vorteilhafteste Seite herauskehrend, nur durch eine geschworene Gleichheit seine kühnsten Wünsche beschränkend. Bloß eine blutlose Bourgeoisie möchte bleiben, wo und wie wir sind, an dem halb verdorrten Zweige hangend mit der ganzen Last und seine paar Beeren benagend, bis er reißt und der ganze Klumpen in den Abgrund purzelt. Wahrlich, wenn ich nicht zu gut wüsste, dass die Philister eben Philister sind, so müsste ich sie für die leichtsinnigsten aller poetischen Käuze halten, denn nur solchen kann es eigentlich in einer solchen zweideutigen Lage wohlgefallen. Doch komme es, wie es wolle. Aus der Reibung dieser verschiedenen Tendenzen ist schon Handlung und Poesie die Fülle entstanden, und mithin sind die bisherigen Surrogate entbehrlich in Hinsicht der poetischen Bevölkerung unserer Räume. Die Junitage zu Paris, der Ungarische Krieg, Wien, Dresden und vielleicht auch Venedig und Rom werden unerschöpfliche Quellen für poetische Produzenten aller Art sein.
Eine neue Ballade sowohl wie das Drama, der historische Roman, die Novelle werden ihre Rechnung dabei finden. Dass man sie aber auch unmittelbar am Leben selbst findet, habe ich nun in der Badischen Revolution gesehen. Wie Deutsch eigentlich nichts anderes heißt als volkstümlich, so sollte auch poetisch zugleich mit inbegriffen sein, weil das Volk, sobald es Luft bekommt, sogleich poetisch, das heißt, es selbst wird. Als die Waffenvorräte aus Karlsruhe und Rastatt nach den Pfingsttagen durch das ganze Land verbreitet wurden, kamen große Züge Landvolk in die Städte, um sie in Empfang zu nehmen. Da glaubte man öfter wandelnde Gärten zu sehen. Alle Hüte und die Mündungen der Gewehre waren mit den ersten Mairosen und anderen roten Blumen vollgesteckt, so dass ganze Straßen von Blumen wogten und darunter hervor tönten die Freiheitslieder. Andere Züge hatten sich mit grünen Zweigen und Farrenkräutern geschmückt, so dass man gleich Macbeth den Burnhams Wald nahen zu sehen glaubte. Einem solchen marschierenden Park ging ein Jüngling mit einer Kindertrommel, einem anderen ein alter lustiger Geiger voran. Nach und nach verschwand das liebenswürdige Volk wieder, um sich in den Gemeinden einzuüben. Dafür erschienen aber bald die geordneten Bataillone, die Offenburger Volkswehr und Freischaren. Die Blumen waren zwar weg, aber die keckste malerische Tracht und Behabung in der größten Mannigfaltigkeit da. Der Turnerhut in der größtmöglichen Auswahl von Aufstülpungen und mit Bändern aller Art geschmückt, die blaue Bluse dreifarbig oder rot gegürtet, Ränzel und Bindel in den kühnsten Lagen an Hüften und Rücken, kampflustige, frohe Gesichter und bei all dem Durcheinander eine feste kriegerische Haltung, nur durch den feurigsten Willen so bald erworben, machten viele dieser Scharen zu einem Paradiese für Maler und Romanschreiber. Freilich auch zu einer Hölle für Herrn Bassermann. Es gab köstliche Gruppen, wo man stand und ging. Da halten einige Führer zu Pferd, etwa Metternich und Böning, der erste Rejung, den braunen Bart bis auf die Brust, in Reitstiefeln und Lederhose, Bluse und Hut. Der zweite ein alter Philine mit grauem, herrlichem Bart und fliegenden grauen Locken, ebenfalls in der Bluse. Zu Fuß stehen andere Offiziere bei ihnen, auf schwere Säbel gestützt, mit roter, wallender Feder und breiten Feldbinden. Und nicht weit davon endlich als Schildwache ein dünner, spitziger, aber entschlossener Schneidergeselle. Eine zerrupfte Hahnenfeder auf dem alten Seidenhut, begeistert, salutierend. Gutmütige Bummler, welche ihr Blut spottwohlfeil anschlugen und sehr humoristisch anzusehen waren, tranken zum permanenten Schrecken der Heidelberger Gelehrten sehr viel Bier. Die Hitze war auch danach, und man hätte es ihnen wohl gegönnt, wenn man nur hätte nachweisen können, dass sie das Kupfer dazu gestohlen hätten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.